Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger heute Herrschaft Hardhead mit der P90 erweiterten Magazin und das Gameplay ist nicht von mir, sondern vom Kampfschmuser HD. Ja, moin mein YouTube, der Kampfschmuser hier. Ja, und wir haben uns ein schönes Thema überlegt, was sicherlich bei einigen Leuten anstoßen wird, aber wir können damit auch ein bisschen Prävention betreiben. Und zwar geht es heute um das Thema Rauchen, ein sehr heikles Thema, über das wir sicherlich mehrere Stunden labern könnten. Und mal ganz ehrlich, jeder, der schon mal oder der raucht, hat mit irgendeiner dummen Situation angefangen. Wie war es bei dir? Ich habe auch mit einer ganz, ganz dummen Situation angefangen. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 29 Jahre alt und als ich damals mit dem Rauchen angefangen habe, da war ich 16. Da habe ich gerade meine Ausbildung angefangen, also gerade frisch von der Schule. Bis dahin war ich toll, sportlich, alles um und dran. Ja, kam dann von der Schule, habe meine Ausbildung angefangen und ja, meine ganzen Mitarbeiter und sowas, die haben halt wieder eine halbe Stunde Raucherpause gemacht und ich, doofer Azubi, der musste weiter schuften, denn ich war ja nicht Raucher. Und irgendwann habe ich gesagt, das sehe ich nicht mehr ein. Ich gehe mal mit vor der Tür. Da hat mir so eine schöne Zigarette geschnurrt. Und ja, da war der Weg nicht mehr lang, bis man sich die eigenen ersten Kippen gekauft hat. Also rauchen, um Pause zu haben. Ja, sehr dumm, ne? Ja, bei mir war es irgendwie... Ich meine, es ist nie clever, mit dem Rauchen anzufangen, aber ich habe es halt extrem dumm gemacht. Ja, bei mir fing es halt an als Türsteher, also mit 18, 19, als ich dann gesagt habe, ja komm, hier, wir stehen jetzt hier irgendwie rum, gib mal eine Kippe. Und so fing das Ganze relativ zügig an. Und wenn man dann einmal dran gezogen hat, wobei die erste schmeckt immer scheiße, aber irgendwie lässt man dann trotzdem meistens nicht die Finger von. Extrem ekelhaft, also. Ja. Also Leute da draußen, ganz wichtig, wenn ihr noch nie geraucht haben solltet oder gedampft haben solltet, was das ist, sagen wir gleich noch. Wenn ihr sowas noch nie getan habt, lasst es sein, lasst es sein. Ja, abgesehen davon, dass ihr finanziell wirklich sehr viel Geld ausgeben müsst für die ganze Scheiße, gibt es noch einen enormen anderen Vorteil und der ist das Wichtigste für euch und zwar eure Gesundheit. Und es kommen viele Leute, ich habe ja auch gerade bei meinem heftigsten Video über den Tod geredet, wie meine Mutter gestorben ist mit Lungenkrebs, wo die Leute mir gesagt haben, ey, hör doch auf zu rauchen, wir wollen noch länger was vom Commander Krieger haben. Wenn es so einfach wäre, wenn man einfach nur Schnippidi-Wipp machen müsste, dann würde ich das machen, aber den Willen habe ich einfach dafür nicht. Und das ist genau das Problem, dass die Sucht wirklich ziemlich schnell einsetzt und man eigentlich kaum davon wegkommt, oder? Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Also ich habe auch schon ein paar Mal versucht aufzuhören und ja, ich habe immer so anderthalb Packungen am Tag geraucht, auch so bis zwei Stück halt, also auch relativ viel. Kommt immer darauf an, wie viel Stress man gerade an den Tag hatte und so. Und ja, also der Wille war wahrscheinlich schon immer da gewesen, so ist es nicht. Aber ich war halt nicht so, ich war nicht willensstärker, als die Sucht quasi in meinem Körper war. Also der Körper hat irgendwann nach dem Nikotin geschrien. Und wenn dann die erste Stresssituation da war, habe ich einfach quasi wieder zur Zigarette gegriffen, um meinen Körper zu befriedigen. Das muss man einfach so sagen. Und daran sieht man einfach, wie stark dieses Suchtmittel Nikotin doch ist. Genau, und vor allen Dingen, man redet sich das Ganze schön so, weil man das, weil man, der Mensch ist ja wie ein Gewohnheitstier, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, nach dem Essen oder nach anderen Aktivitäten, da ist es einfach, ja, da zünde ich mir eine Zigarette an, das schmeckt mir. Mm-mm. Das redet man sich in einer gewissen Art und Weise, beziehungsweise es redet einem die Sucht auch ein und man kommt da eigentlich gar nicht großartig drum weg. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, das ist ja jetzt momentan, boomt es ja so ein bisschen, die E-Zigarette, sprich die elektronische Zigarette. Und einige Leute sagen da schon, oh, das ist so dermaßen schädlich, da kannst du Krebs von kriegen, lass es sein. Aber mal ganz ehrlich, Leute, was ist denn Rauchen? Das ist auch schädlich und da kriegst du auch Krebs von. Und du kennst dich da ein bisschen besser aus. Du bist jetzt seit einem Jahr kein Raucher mehr, sondern ein Dampfer. Genau, ich habe den Umstieg geschafft von Rauchen zum Dampfen, also zur E-Zigarette hin. Ja, ich habe einfach damals durch einen Arbeitskollegen die Möglichkeit bekommen, mal an so einem Ding zu ziehen. Fand das ganz toll, hat mir sowas bestellt. Und ja, seitdem ich dieses Gerät zu Hause habe, habe ich keine einzige Zigarette mehr angefasst, außer einer Ausnahme, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und ja, ich muss sagen, ich bin so glücklich mit diesem Umstieg. Also ich meine, klar, ich habe immer noch meine Sucht. Ich befriedige immer noch die Sucht mit Nikotin, was ich inhaliere. Aber ich habe halt die ganzen Millionen Schadstoffe, die nachweislich in der Zigarette drin sind, die krebserregend sind, ja, die nehme ich halt nicht mehr zu mir und das merke ich auch körperlich. Also mein Körper hat sich dermaßen schnell erholt von der Zigarettensucht. Ja, ich bin wirklich sehr glücklich, den Umstieg geschafft zu haben. Erzähl mal so ein paar Veränderungen. Ja, also sag mal, nach 3-4 Tagen habe ich einfach schon gemerkt, dass ich besser Luft bekommen habe und sowas. Und das habe ich dann auch mal ein Interview gesehen vom Lungenfacharzt, der wirklich sagt, also die Lunge und alles sowas, die größte Veränderung hat man innerhalb von den ersten 24 Stunden quasi. Der Körper tut sich sehr, so schnell
in Anführungszeichen umgewöhnen und regenerieren, was man gar nicht für möglich hält. Aber ich glaube, nach, er hat gesagt, nach 5 Stunden hat man schon, also 5 Stunden ohne Zigarette, hat man schon ein 1500-faches geringeres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Das muss man sich einfach mal überlegen. Nee, aber was ich körperlich einfach festgestellt habe, ist, ich habe nach 3-4 Tagen habe ich auf einmal meinen Geruchssinn wieder zurückbekommen und meinen Geschmackssinn. Jetzt sagen ja viele Raucher, ich rieche auch und ich schmecke auch alles. Aber da belügt man sich. Also ich meine, ich habe mich ja jahrelang auch belogen. Und auf einmal tut man nach einer Woche mal wieder so ein Nutella-Brötchen essen. Und das schmeckt wirklich wieder wie in der Kindheit. Also es ist unglaublich, wie viel, ja, wie intensiv auch mal Geschmack werden kann. Es gibt auch Nachteile, der Geruchssinn kommt auch zurück. Das heißt, wenn man morgens auf Toilette geht, dann riecht man auf einmal seinen Morgenurin wieder. ja, es hört sich echt doof und lustig an, aber so ist es wirklich gewesen. Auf einmal riecht man das alles wieder. Ich habe immer so ganz kleine weiße Pickelchen unterm Auge gehabt, wo ich nie wusste, wo die herkamen. Nach zwei Wochen ohne normale Zigarette waren die weg. Also meine Haut ist auch anscheinend reiner geworden und so weiter. Das sind einfach alle Sachen, die ich vorher hätte nicht für möglich gehalten und die man sich als Raucher wahrscheinlich auch schönredet. Und du hast gerade eben gesagt, du hast nochmal eine Zigarette geraucht, seit du gedampft hast? Ja, genau. Nach 2 oder 3 Monaten war ich auf einer Party gewesen und hatte die ganze Zeit nur gedampft. Und ja, da hatte ein Kollege hat ganz normal eine Zigarette geraucht und ich sag mal, komm, gib die doch mal bitte her, ich möchte auch mal wieder gucken, wie das so ist, wie das so war. Und ja, ich habe 2 Züge genommen und das war so ekelig. Also ja, da habe ich endlich mal wieder festgestellt, wie lange mein Körper mich verarscht hat, dass ich so was Ekeliges zu mir genommen habe. Also ich meine, wir als Dampfer tun ja nur irgendwelche Geschmacksstoffe zu uns nehmen. Ich meine, so Apfel, irgendwelche Früchte oder Cola-Geschmäcke, alles, was man so als Lebensmittelaroma bekommt. Und das schmeckt natürlich viel, viel besser als so ein ekeliger Zigarettengeschmack. Und ja, da bin ich froh, dass ich endlich von diesem Zeug weg bin. Und ja, man stellt auch selber fest, also wo ich jahrelang Raucher war, du bist in den Raucherraum reingegangen, das war vollkommen normal, da hat man sich nicht dran gestört. Jetzt so als Dampfer, wenn ich dann mit meiner Mutter zum Beispiel mal im Café sitze oder was und sie ist selber noch Raucherin, ich habe sie leider nicht überzeugt bekommen, mal den Umstieg zu wagen. Ja, und dann gehst du mit ihr in den Raucherraum und dann merkt man erstmal, wie ekelhaft das Zeug wirklich stinkt. Also nochmal ganz wichtig, wir animieren hier keinen zum Dampfen. Bloß nicht. Also wenn ihr nicht Raucher seid, also kommt nicht auf den dummen Gedanken, oh, der hat gesagt, das Dampfen ist toll, damit fangen wir jetzt an. Genau. Und natürlich, es kostet auch Geld, zwar bei weitem nicht so viel wie die normale Zigarette, aber es macht auch körperlich süchtig. Es ist nämlich Nikotin drin und Nikotin ist einfach nur mal ein Gift. Genau. Und es ist einfach nur eine Möglichkeit für Leute, die wirklich rauchen. Ich bin so zwischen 1,5 und 2 Packungen am Tag. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, ja, Geld zu sparen, Gesundheit wieder, ich sag mal, wieder zu erlangen in einer gewissen Art und Weise. Ja, und vor allem den Umstieg auch zu schaffen. Also ich sag mal so, man kann diese Nikotinbasen, die wir rauchen, die kann man nach und nach reduzieren, also von der Stärke von Nikotin drin. Und ich kenne auch schon genug Leute, die damit ohne Probleme halt irgendwann den Ausstieg geschafft haben, sprich die einfach immer weniger Nikotin in ihrem Basis drin hatten und irgendwann vom Nikotin quasi weg waren und dann ist man nicht rauchen. Also ich bin momentan noch dabei, ich bin noch halb Raucher, halb Dampfer, vielleicht schaffe ich auch den Umstieg. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Das Gameplay geht jetzt hier auch zu Ende. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben zum Thema E-Zigarette, wie das Ganze funktioniert, dann gibt es einen. Genau, die können erstmal zum Kampfschmuser und es gibt noch einen Dampferhimmel. Genau, Dampferhimmel auf YouTube. Sehr, sehr toller YouTube-Kanal. Genau, Dampferhimmel auf YouTube, der macht da Anleitungen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, wenn ihr Fragen haben solltet zum Kampfschmuser, ich verabschiede mich schon mal mit einem guten Schuss und das Schlusswort kriegt der Schmusi-Busi. Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass ich auf deinem Kanal einmal über das Thema sprechen durfte. Und ja, ich würde sagen, man hört sich. Nee, ganz wichtig, noch Finger weg von den Kippen. So, ganz, in diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao.